Die geht auch mit. Aber bleibt denn dann überhaupt noch Platz für Opa? Er muss dann eben seinen Karren zu Hause lassen. Der braucht viel zu viel Platz. Sag mal, wie lange fahren wir eigentlich zu Tante Agathe? Mal sehen, Haventrecht. Naja, fast 3 Stunden mit dem Auto. 3 Stunden? Das ist lang. Da hast du recht. Eine Kiste ist nicht genug. Wer ist Tante Agathe eigentlich? Die kenne ich überhaupt nicht. Tante Agathe ist meine Lieblingstante. Sie fährt auf einem echten Polizeimotorrad. Ein gebrauchtes. Nichts gebraucht, das ist ein echtes. Ist sie denn bei der Polizei? Nein, sie hat's geklaut, nur die Polizei traut sich nicht, es zurückzuverlangen. Ach ja, und sie hat noch eine große Sammlung von Landminen. Was? Echte Landminen? Mhm. Aus jedem Urlaub in Nordkorea oder Nahost bringt sie sich ein paar als Andenken. Meiner Meinung nach hat sie ungefähr 100. Toll, und wo hebt sie die alle auf? Im Garten natürlich. Morgen alle zusammen. Heute ist der große Tag. Und wo fahren wir hin? Ja, zu Tante Agathe. Suchst du was, Johnny? Ja, meine Schlüssel. Welche Schlüssel? Ja, was denkst du denn von meinem Auto natürlich? Hast du auch Probleme mit Flöhen? Der Hund muss heute Abend wieder dran glauben. Nein, Ma. Johnny hat seine Schlüssel verloren. Die vom Auto. Hast du keine Reserveschlüssel? Das waren meine Reserveschlüssel, Ma. Und was jetzt? Tja, dann können wir nicht zu Tante Agathe. Warte mal, du kannst doch sicher 1-2 Kabel freilegen, um den Motor zu starten. Ja, so wie wir immer ein Auto ausleihen. Ich habe mein Auto gerade gegen Diebstahl gesichert. Alles ist schön unter dem Armaturenbrett verstaut. Und ein Lenkradschloss. Und jetzt soll ich alles wieder rausrupfen? Wenn es nicht anders geht. Der Kofferraum ist auch voll, Ma. Die Kisten können nicht mit. Na, netter Kerl bist du. Los, alle helfen mit, die Schlüssel suchen. Aber Beeilung! Schon her damit. Ich muss sie erst noch trocken kriegen. Was ist das denn? Den hat Johnny gestern rausgeworfen, weil er einen anderen sehen wollte. Oh Mann, ich hab jetzt genug. Aber die Schlüssel müssen doch hier irgendwo liegen. Wo denn? Wir haben überall gesucht. Auf dem Klo liegen sie auch nicht. Ja, die tauchen halt schon auch irgendwann auf, Ma. Aber dann ist es viel zu spät. Wenn wir pünktlich da sein wollen, müssen wir jetzt fahren. Tja, Ma, ich glaube, dann müssen wir das heute vergessen. Ich hatte mich so gefreut. Ich hab sie schon Jahre nicht mehr gesehen. Vielleicht solltest du Tante Agathe mal anrufen und sagen, dass wir einen anderen Tag kommen. Fahren wir nicht zu Tante Agathe? Klaus, ohne Schlüssel kann ich das Auto nicht starten. Und ohne Auto müssten wir laufen. Laufen? Aber mit dem Auto dauert es schon 3 Stunden. Genau. Und was glaubst du, wie lange wir dann brauchen, wenn wir laufen? Hm? Normales oder schnelles Laufen? Wir fahren einfach ein anderes Mal, okay? Na, Opa? Alles weggeschlabbert? Ja? Johnny? Henny? Henny? Was will der denn? Woher soll ich das wissen? Idiot, warum rufst du an? Hey, hey, immer mit der Ruhe, Johnny Boy. Nur mal kontrollieren, ob du das von heute Mittag nicht vergessen hast. Nein, ich hab's nicht vergessen. Was denkst du? Aber warum bist du da nicht hier? Die Jungs sind schon kräftig dabei, übermäßig riesige Wetten abzuschließen für das Rennen zwischen dir und Kneipen-Rudi. Aber sie fänden es natürlich ziemlich riesig, wenn sie auch wissen würden, dass du hier aufkreuzt. Hör zu, ich habe heute Morgen mitgekriegt, dass ich eine andere Verabredung hatte. Nein, das ist jetzt alles in Ordnung. Ich konnte mich da rausreden. Nein, dann mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin heute Mittag um 2 Uhr auf dem Damm. Ja. Versprochen, ja. Nein. Ich vergesse mein Auto nicht. Nein!
Scheiße. Scheiße. Okay, welcher Ulkvogel hat meine Schlüssel geklaut? Wovon sprichst du denn? Meine Autoschlüssel, wer hat sie geklaut? Die haben wir doch den ganzen Morgen gesucht, du Idiot. Ja, und nichts gefunden. Du warst doch auch dabei. Du meintest, dass sie sicher wieder auftauchen werden. Ich hab von den Schlüsseln, die ich... Ja? Nein, lass mal. Ich täusche mich gerade. Wir hatten ja gesucht. Stimmt. Machst du den Motor wieder aus? Klaus, das ist das Radio. Wenn es der Motor wäre, würdest du ihn hören und nicht das Radio. Aber wir haben doch auch immer das Radio an, wenn wir Auto fahren. Ja, aber das ist, nachdem ich den Motor angelassen habe. Warum machst du dann den Motor nicht an? Ich habe meine Autoschlüssel verloren. Kann man die Kabel nicht kurz schließen? Hey, ich dachte, das wäre alles verstaut. Stimmt, das war auch so. Zusammen mit Theo aus der Werkstatt hatte ich das schön ordentlich unter dem Armaturenbrett verstaut. Also, es sieht nicht gerade ordentlich aus. Nein, das kommt daher, weil ich gerade alles wieder rausgezogen habe, weil Theo auch die Kabel vom Radio, den Scheibenwischern, der Heizung, dem Bremslicht, dem Zigarettenanzünder, den Rücklichtern und all den anderen Geräten in einem Strang gebündelt hat. Ja, das kann Theo gut. Aber es kostet mich bestimmt 3 Tage, um rauszukriegen, wo welches Kabel hingeht und woher es kommt. Und dann hast du noch das Lenkradschloss. Und dann hast du noch das Lenkradschloss. So. Den können Sie uns nicht so schnell klauen. Ich muss die Schlüssel finden. Aber wir haben schon den ganzen Morgen gesucht, Johnny. Weißt du das nicht mehr? Vielleicht hat sie jemand geklaut. Wie soll das gehen? Wir haben sie nicht mal gefunden. Wie soll sie da jemand klauen? Die Schlüssel tauchen bestimmt von selbst wieder auf, Johnny. Hast du deine Schlüssel wieder gefunden? Nein, die hat wahrscheinlich jemand geklaut. Wie bist du denn gestern nach Hause gekommen? Ich glaube, dass jemand aus diesem Haus sie geklaut hat. Ah, und jetzt willst du jeden filzen, hä? Kannst du dir vorstellen, dass ich Marv filze? Nein, deswegen ja. Ist das dein Video, das ich gestern rausgeschmissen habe? Ja. Dann haben wir nichts verpasst. Nein, das ist ein absoluter Superhammer. Ja, sie überlassen ziemlich viel der Fantasie. Das kommt, weil es die ganze Nacht im Schwimmbad gelegen hat. Das ganze Band ist durchgeweicht. Und morgen muss er wieder in die Videothek. Sag einfach, der war schon, sollst du ihn bekommen hast. Und du dachtest, das soll so sein. Ein spannender Film über außerirdische Wesen mit schweren Atomwaffen und englischem schwarzen Humor. Dann sag ihnen, dass die Szenen mit dem radioaktiven Regen zwar schön sind, aber ein bisschen langatmig. Und was ist mit den Außerirdischen? Die tragen Tarnbekleidung, da sind sie quasi unsichtbar. Und das hat den Vorteil, wenn der große Atomangriff kommt, dass sie nicht auffallen. Ach, vergiss es. Ich wette, dass ich für das dämliche Band blechen muss. Für einen rosa Chevy kannst du dir jede Menge Bänder kaufen. Was? Was quasselst du denn da? Ist das von dir, Henki? Ja, wo hast du den her? Der lag in meinem Zimmer. Du denkst doch nicht, dass ich die Schlüssel geklaut habe. Was hast du in meinem Zimmer gemacht? Der Föhn. Ich hab den Föhn gesucht. In meinem Zimmer?
Ich bin in allen Zimmern gewesen und wahrscheinlich habe ich in deinem Zimmer meinen Ausweis verloren. Wart mal. Ich glaube, ich habe Kees heute Morgen aus dem Zimmer kommen sehen. Kees, was hat die in meinem Zimmer gemacht? Ja, was weiß ich? Frag sie doch selbst. Nein, ich weiß was Besseres. So macht das die Polizei auch immer. Ja, das macht Spaß. Aber wonach suchen wir eigentlich? Nach meinen Autoschlüsseln. Warum haben Frauen immer so viel Klamotten? Was machen sie sonst mit den großen Schränken? Man könnte doch meinen, dass Kees mittlerweile genug von diesem Zeug hat. Kees ist nun mal verrückt nach Kleidern. Und ich stehe auf Autos und habe trotzdem nur eins. Ganz einfach, weil du keinen Platz dafür hast. Wieso? Ich könnte doch hier ein paar in den Schrank hängen. Wie machen die das nur immer? Was hängt ihr denn hier aus? Und was ist das? Wir sind auf der Suche nach meinen Autoschlüsseln. Wo sind sie? Was jammerst du denn die ganze Zeit wegen diesen Schlüsseln? Haut ab aus meinem Zimmer! Bestimmt nicht. Du bist die Hauptverdächtige. Und du bist tot, Johnny. Lass mich raus! Gleich. Erst noch ein paar Beweise sammeln. Macht doch Spaß, Inspektor zu spielen. Ja, und wo suchen wir jetzt? Und? Gar nichts. Nur das. Guck mal, hier ist Tut drauf mit ihren neuen Freunden. Ist das nicht diese Truppe, die immer an der Kreuzung rumlungert? Ja, genau. Die waschen erst deine Fenster und machen sie dann mit deinem eigenen Scheibenwischer sauber. Die haben offensichtlich eine Vorliebe für Autos. Ja, aber eher als Bausatz. Hast du eine Ahnung davon, aus wie vielen Teilen mein Chevy besteht? Meinst du jetzt oder nachdem die Truppe da war? Okay. Also es tut auch eine Verdächtige. Johnny! Mist. Henny ist am Telefon. Henki, kannst du alle zusammentrommeln? Ins Wohnzimmer. Das ist ja wie im Fernsehen. Henny, nein, mach dir mal keine Sorgen. Ich komme wirklich. Warum müssen wir jetzt schon wieder alle ins Wohnzimmer, Johnny? Kleine Überraschung. Johnny wird tot umfallen, hoffe ich. Henny, ich sehe dich gleich auf der Piste, aber zuerst muss ich meine verdammten Autoschlüssel wiederfinden. Was? Na, die wurden geklaut. Eine lange Geschichte, ich weiß, wer sie hat. Ja. Ja, ja. Okay, bis gleich. Hey, Klaus, komm auch her. Aber ich, Ich habe euch gebeten, hierher zu kommen, weil in diesem Haus ein grauenhaftes Verbrechen begangen wurde. Nein, das kommt noch, Johnny. Da kannst du einen drauf lassen. Einer von den Anwesenden hier hat offensichtlich Probleme damit, mein und dein auseinanderzuhalten. So sieht's jedenfalls aus. Und diese Person hat sich die Schlüssel meines Autos rechtswidrig angeeignet. Wird das lange dauern, Johnny? Ich habe die Kartoffeln auf dem Herd. Ein wenig Geduld mal. Ich will den Täter stellen. Denn der hat schließlich unseren schönen Tag, den wir mit Tante Agathe verbringen wollten, versaut. Also, irgendjemand hier hat meine Schlüssel geklaut. Geklaut? Du hast sie einfach verloren, Mann. Ja, gib's endlich zu, Johnny. Hör zu, ich hab sie nicht verloren, denn ich stecke meine Schlüssel immer in meine Jacke. Außer wenn du fährst, dann steckst du sie ins Schloss. Oder wenn du mit einer Tante flirten willst, dann spielst du immer damit rum. Oder wenn du mit dem Hund spazieren gehst, dann wirfst du sie weg und Whisky muss sie holen. Klaus, habe ich nicht recht, dass du einen sehr guten Grund hast, meine Schlüssel zu klauen? Was? Ja, du würdest nur zu gerne mit meinem Auto fahren. Aber das mache ich doch immer mit dir. Ich meine, alleine in meinem Auto fahren. Wer soll denn dann fahren? Du natürlich. Aber ich darf gar nicht mit deinem Auto fahren. Johnny, darf ich weg?
Warum? Findest du es ein wenig zu spannend? Nein, ich langweile mich. Kannst du dich ein bisschen beeilen, Junge? Wir wollen weg. Ja, und ich muss mein Zimmer noch aufräumen. Also, jemand von euch hat meine Schlüssel geklaut und der muss einen sehr guten Grund dafür gehabt haben. War es vielleicht jemand, der keine Lust hatte, zu Tante Agathe zu fahren? Nein! Oder gab es da irgendeinen anderen Grund? Ich habe also eingehende Ermittlungen angestellt, habe das ganze Haus gründlich durchsucht und habe die Motive von allen erörtert. Ich bin logisch vorgegangen und zu dem Schluss gekommen, dass es nur einen möglichen Täter geben kann. Das leuchtet absolut ein und liegt klar auf der Hand. Daran gibt's keinen Zweifel. Der Beweis ist überwältigend. Ich werde also nicht länger warten. Der Täter ist... Der Täter ist... Henke. Hä? Was? Ich? Aber ich hab dir doch geholfen. Das fand ich ja auch oberverdächtig. Wer verdächtigt schon den Assistenten vom Inspektor? Du bist kein Inspektor, Johnny. Henke ist auch kein Assistent, Ma. Er ist der Täter. Dir werde ich nochmal helfen. Also, ich fand diesen Videothekausweis von Henke in meinem Zimmer. Den hat er fallen lassen, als er meine Schlüssel klaute. Willst du die Wahrheit wissen? Ja. Du hast das Video in den Pool geschmissen und ich darf dafür jetzt blechen. Also bin ich in dein Zimmer rein und hab ein paar alte Hefte deiner Playboys geklaut. Hä? Die hab ich für ein paar Lappen verscheuert und jetzt bin ich wieder aus dem Schneider. So ist es gewesen. Du hast meine Playboys verkauft? Ach, was willst du denn noch mit den Schrottheften? Die Mädels sind inzwischen Omas. Hä? Aber kannst du mir erzählen, was du heute Morgen in meinem Zimmer gemacht hast? Willst du es wirklich wissen? Ja. Ich war heute Morgen in deinem Zimmer, um die Schlüssel von deinem Auto wieder zurückzubringen. Was? Ich bin gestern Abend mit Toni in dieser Megadisco gewesen. Wir haben die ganze Nacht gefeiert und heute Morgen haben wir das Auto hier wieder abgestellt. Und dann habe ich die Schlüssel von deinem Auto wieder in deine Jacke gesteckt. Und das eine Stunde, bevor du aufgewacht bist. Ihr seid mit meinem Auto gefahren? Na und, du hast doch nichts davon gemerkt. Du hast bestimmt meine Schlüssel geklaut, um Eindruck auf die Bande von dir zu machen. Ja, es war ein Test. Ich musste etwas Wichtiges klauen. Aha! Aber die Schlüssel waren natürlich viel zu einfach. Die hattest du doch in der Lampe versteckt. Also habe ich dann deinen allerersten Schlagring geklaut. Weiß, meinen ersten Schlagring, aber den habe ich schon vor Jahren Man verloren. Man muss nur gut suchen, Herr Inspektor. Hey, lag der in meinem Zimmer? Kann ich ihn haben? Das kannst du vergessen. Also war's das jetzt, Johnny? Im Fernsehen hätten sie den Dieb schon kassiert. Also, Klaus, du hast... Ja, ich habe es getan. Ich geb's zu, Johnny. Okay, na schön. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Ich hätte es wirklich wieder zurückgegeben. Tja, Reue kommt meistens ein bisschen spät. Ich werde es sofort auswaschen. Auswaschen? Was quasselst du da? Ja, dein Glückshemd. Ich sah sie gestern durch die Hecke vom Tennisclub und ich traute mich nicht, sie anzusprechen. Aber mit deinem Glückshemd klappt das. Sie wird mir gehören. Sie wird sich ganz doll verlieben. Okay, der Alte hat sie natürlich. Das kann nur so sein. Er ist der Einzige, der übrig bleibt. Immer mit der Ruhe, Johnny. Aber Ma, er... Setz dich. Du kapierst also überhaupt nichts. Ich erzähl dir mal, wie alles genau zusammenhängt. Johnny hatte heute Morgen seine Schlüssel verloren. Wir konnten sie nirgendwo finden. Dann sagte Johnny, sag Tante Agathe ab. Und du hast Tante Agathe angerufen? Ich wollte Tante Agathe anrufen, aber da wurde gerade für Johnny angerufen. Es war Henny. Ich ging in die Küche, aber Johnny hat eine laute Stimme. Und ich habe zufällig was aufgeschnappt. Was erzählst du denn da? Ich flüstere. Weil Henny so laut gequatscht hat. Johnny hatte also heute eine andere Verabredung. Er musste eigentlich ein Rennen für die Kneipe fahren. Aber er hatte vergessen, dass wir zu Tante Agathe wollten. Also hat er dann so getan, als ob er die Schlüssel verloren hätte. Das alljährliche Kneipenrennen auf dem Deich, natürlich. Hat Johnny etwa die Schlüssel geklaut? Nein. Ich habe sie geklaut. Sodass ich sicher sein konnte, dass er schön zu Hause bleiben würde. Ma, ich muss in einer halben Stunde auf der Piste sein. Darf ich bitte, bitte die Schlüssel haben? Ich fahre die restliche Woche zu allen Tanten der Verwandtschaft. Versprochen. Aber die Jungs bringen mich um, wenn ich da jetzt nicht auftauche. Warum hast du es nicht einfach gesagt, Johnny? Ein gutes Rennen ist doch eine tolle Sache. Hey, ich wusste nicht, dass du gerne Autorennen siehst, Ma. Ich nicht. Tante Agathe. Tante Agathe! So macht man das, Inspektor.
Tante Agathe! Ah, Johnny! Gut, dass deine Mutter mich angerufen hat. Wann fängt das Rennen an? Jetzt gleich. Wir müssen leider wirklich los. Ich fahre mit Tante Agathe mit. Abfahren. Hey, wo habe ich jetzt die Schlüssel gelassen? Ich hatte sie dir gegeben. Oh, Scheiße! Stimmt was nicht? Ich kann schon wieder meine Schlüssel nicht finden. Du weißt doch, wie man ein Auto anlassen muss. Bist du kein richtiger Kerl? Und jetzt noch das Lenkradschloss. Ach, verflixt und so genäht. Kein einfaches Schloss, es ist ein sehr spezielles Schloss. Tja, das Ding ist äußerst speziell. Eine ganz schwierige Angelegenheit. Ich weiß noch, als ich es gekauft habe. Deshalb fahre ich Motorrad. Autos sind elende Dinger.